Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder hier rein. Was gibt's in Mamas Art und Geheimnisschatulle? Da ist nach wie vor der Mythic Boomhauer, also nichts Neues. Die Rock Musical Tirebox ist auch noch da. Mit Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Marbo, Troubadour Jeff, Mac Griffin. Sing a Swing ist ganz nice. Und diesen Kombos hier hinten. Ja. Bin jetzt von dieser Rock Musical Tirebox nicht so krass begeistert. Hier sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wir haben die One Man Musical. Oh, es geht aus Eugene Belcher. Roller Disco Courtney und Trainer Jeff und Chris Griffin in der One Man Musical Tirebox. Hier gibt's dazu dann noch den Friedenstanz, der auch nicht zu verachten ist. Hier diese mega geilen Kombos, also die wirklich fast alle mega, mega, mega sind, ja. Also, die One-Man-Tirebox auf jeden Fall empfehlenswert. Philip J. Fry, dann haben wir hier das Mythic Farnsworth Pack, oh, zum kommenden Drunk BGE. Hier die Karten schon mal, das ist eigentlich auch eine relativ nice Box. Hier hinten, naja. So, dann wären wir hier schon soweit durch. Und dann sind wir doch schon in der Meisterschaft, in der Combo Mastery für heute angelangt. Hier haben wir Sexy Dance Fighting. Schon eine uralte, also ich glaub, es war eine der ersten legendären Pre-Kombos, die der Herr sofort hatte. Sexy Dance Fighting. Schauen wir mal hier rein. Ist schon ziemlich alt. Wirklich alt. So, gucken wir uns das Ding... Ah! So wollte ich das nicht haben. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich... So wollte ich haben. So, jo. Hier haben wir die Tina mit Fighting-Karten. Dann haben wir das arcturianische Kung Fu zum Beispiel, Capoeira, No Mercy Dojo, Diamond Crusher. Hier unten mit der Mythic Version, ah, sind wir auch hier schon mal 42, hier 44, 44, 38. Ja gut, das ist ja auch die epische mit dem Samurai Toshi, 43 mit dem Diamond Crusher. Ja, ich finde die, man kann sie mal spielen, ja, es ist jetzt nicht so, sicher, Oberbringer ist nicht schlecht, ist so irgendwo mittendrin, aber 500 Gems sind da wirklich vergeudet, sage ich mal, ja, also sorry, aber dafür ist sie wirklich nicht gut genug. Poplar Activist, schauen wir uns mal den Poplar Activist an. Und der Poplar Activist ist das da. Mit einer Mythic Lila. Dann haben wir hier Revanche und Stoß. Und das war's. Also auch hier wiederum. Guckt euch die Mythic Lila an. Was die hat. Die hat Motivieren, die hat Punch, die hat Cripple All. Und dann kommt so ein Schrott da auf der rechten Seite bei raus. Also das brauchst du nicht. Und Restaurantkarten brauchst du noch weniger. Dinge sind scheiße. Also Restaurantkarten nicht im Deck haben, bringt nichts. So, Cough Syrup Drunk, also Hustensirup trinken oder von Hustensirup betrunken wahrscheinlich. So, Hustensirup, Hustensaft, Hustensirup, oh mein Gott. Jetzt habe ich wieder irgendwas, oh Gott. Husten, vom Hustensaft betrunken, wahrscheinlich auf Deutsch. Scheiße, Hustensaft. So, ja, sind nur zwei Kombos möglich mit Lowbroy und mit Brian's Martini. Hier mit einem Mythic Stewie und auf der rechten Seite kommt
das Ding daraus mit der Mauer, mit Angriff, der hinzugefügt wird, wenn der Combo gespielt wird, und mit Blutsauger. Aber könnte man sich auch gut vorstellen, dass das mit legendären Karten richtig interessant wäre, aber so, nö. Deswegen klicken wir die gleich wieder weg. Jetzt gucken wir uns noch die letzte Combo an. Die Menstrual Cycle. Das ist auch wieder sowas, was so... Naja, schauen wir uns mal Menstrual Cycle an. Vielleicht, wir haben ja hier inzwischen eine legendäre Mech. Und vielleicht ist das Ding... Oh, guckt euch das an hier. Und mit dem Golfball... Achso. Ich hab's ja gar nicht eingeblendet. So. Hier mit dem Golfball-Escape. Also erstmal hier, die ganzen Dinger da hier, ne, mit den ganzen Autos. Und dann kommst du hier runter mit dem Golfball-Escape, gemaxt. Da wuppt das Ding schon, ne? Hier 16-fach Revanche, 21 Gas, 8-fach Cripple All. Das ist schon nicht schlecht, ja. Aber was willst du mit dem Golfball-Escape? Ne? Also, das einzig Gute an dem Golfball Escape, muss ich echt sagen, ist, dass das Scheißding 9,5 Leben hat, aber du kannst halt keinen einzigen Effekt irgendwie aussetzen, kein BGE. Es lohnt sich nicht bei einem Siege in irgendeiner Form. Aber das Menstrual Cycle mit einer gemaxten McGriffin und einem gemaxten Golfball Escape ist schon gut. Naja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und ich den Kanal, schaut es bei einem, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich, rein, macht's gut, bis dann und tschüss.